Es gibt viele unterschiedliche energetische Heilmethoden. Ihr alle habt vielleicht schon mal von Reiki gehört, von Geistheilen, von spirituellem Heilen, von Pranic Healing. Ich möchte heute die Unterschiede von Trance Healing zu all diesen anderen energetischen Heilmethoden erklären. Das Trance Healing unterscheidet sich wirklich in ein, zwei wesentlichen Punkten sehr stark von anderen energetischen Heilmethoden wie eben Reiki und Geistheilen. Allen energetischen Heilmethoden gemeinsam ist, dass ein Medium sich mit einer Energie verbindet, mit der universellen göttlichen Heilkraft, egal wie du die nennen möchtest, da kannst du dem den Namen geben, der für dich stimmt. Und das Medium geht dabei auch in einen leicht veränderten Bewusstseinszustand. Die Energie wird dann übertragen auf den Empfänger, auf den Klienten. Das Medium dient hauptsächlich als Kanal und ist an der ganzen Energieübertragung nicht daran beteiligt, sondern stellt sich hier zur Verfügung. Beim Trance-Heilen geht das Medium ebenfalls in einen veränderten Bewusstseinszustand, verbindet sich mit dieser göttlichen universellen Heilenergie. Gleichzeitig verbindet sich das Medium aber auch mit einem anderen Wesen, einem Wesen aus der geistigen Welt, ein Geistführer zum Beispiel, ein Engel kann das auch sein. Wenn sich ein Medium mit so einem Wesen verbindet, haben wir den Unterschied, dass dieses Wesen aus der geistigen Welt natürlich nicht nur an der Energieübertragung, an der Heilung beteiligt ist, sondern dieses Wesen verfügt oft auch über ein Spezialwissen. Das kann zum Beispiel sein, dass so ein Geistführer als Arzt tätig war in seiner letzten Inkarnation und dadurch sein ganzes medizinisches Wissen mit hineinfließen lassen kann. Es kann auch sein, dass das zum Beispiel ein chinesischer Arzt gewesen ist, der ein großes Verständnis über das Qi, über die Energie, die Meridiane des Klienten hat und dann auf diese Art und Weise, auf chinesische Art mit Akupunktur Druckpunkten die Meridiane aktiviert, um die Heilung zu vollziehen. Es gibt auch Fälle, auch bei mir am Trancezentrum, wo wir das praktizieren, wo ein Medium die EFT-Klopftechnik anwendet, während sie in Trance ist, ohne jemals diese Technik wirklich gelernt zu haben, sondern da kommt ein Wesen aus der geistigen Welt, das über dieses Wissen des EFT verfügt und direkt so durchs Medium wirkt und diese Technik am Klienten anwendet. Ein zweiter großer Unterschied dabei ist natürlich, dass das Medium in Trance ist und hier ein Geistwesen auch nicht nur Heilung auf energetischer Ebene vollziehen kann, sondern auch mit dem Klienten in eine Kommunikation, in ein Gespräch einsteigt. Genauso wie wenn du in eine Arztpraxis gehst, zu einem Arzt, der wird dir auch nicht einfach nur ein Medikament der Pharmaindustrie verschreiben, sondern er wird dich auch fragen, was hast du für ein Problem? Wie lange hast du das schon? Wo tut es weh? Wie stark sind die Schmerzen? Er wird gegebenenfalls mit Messgeräten diverse Untersuchungen an deinem Körper oder vom Blut vornehmen. Und beim Trance-Heilen geschieht eben das auch. Das Wesen, der Geistführer, wird mit dem Klienten sprechen. Da findet eine Begrüßung statt. Dann wird das Geistwesen oft seine Handlungen kommentieren, erklären, wo auf welcher energetischen Ebene gerade gearbeitet wird. Weiter verfügt dieses Geistwesen natürlich auch über eine sensitive Fähigkeit, über ein Hellfühlen oder Hellwissen. Und dies wird dann natürlich auch benutzt, um das Anliegen, das Problem des Klienten ganzheitlich zu beleuchten. Da werden über die Sprache wichtige Informationen, Hintergrundinformationen zum Problem, zu den Beschwerden des Klienten übermittelt, mit
wichtigen und wertvollen Hinweisen, damit der Klient auch was mitnehmen kann, um in seinem Leben, in seinen Lebensgewohnheiten etwas zu verändern und anzupassen, um diese Heilung ganzheitlich und nachhaltig dann auch im Alltag zu vollziehen, wenn er wieder aus dem Energiefeld, aus der Praxis des Trance-Heilmediums hinausgeht. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass Trance-Heilung über die Energie mit zusätzlichem Wissen, das durch Sprache kommuniziert wird, viel, viel ganzheitlicher wirkt. Man weiß aus der Medizin von Studien, dass Patienten, Klienten viel bessere Heilung haben, wenn sie verstehen, was mit ihnen geschieht und wenn sie so im Bewusstsein auch das Gefühl haben, aktiv an ihrem Heilungsprozess mitwirken zu können. Durch das Wissen, das vom Geistwesen übermittelt wird, haben wir auch im Trance Heilung, diesen ganzheitlichen Aspekt. Probleme, Ursachen werden auch psychologisch, emotional, mental in der ganzen Geschichte, im ganzen Lebensfilm des Klienten angeschaut, besprochen und kann damit eine nachhaltige und ganzheitliche Wirkung erzielen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schaue auch meine anderen Videos, abonniere meinen YouTube-Kanal, besuch doch meine Webseite, da findest du auch viele interessante Blogbeiträge zu diesem Thema. Du findest auch eine umfassende Erklärung über die 10 unterschiedlichen Module, die wir am Trance- und Bewusstseinszentrum unterrichten.